Wählen zu gehen ist das höchste Privileg in einer Demokratie. Hey, mach's doch! Geh wählen! Am 9.6. sind Kommunal- und Europawahlen. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Unterstützt vom Landkreis Oberspreewald-Lausitz und dem Familiencampus Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft 24, der Tag mit den wichtigsten Meldungen vom 4. Juni. Zum wiederholten Male waren Schüler des Emil-Fischer-Gymnasiums in Schwarzheide beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen Regionalausscheid Süd und Ost Brandenburg erfolgreich. Bei der Preisverleihung in Cottbus konnten sich Johanna Gründel über einen dritten und Elaine Schulze über einen zweiten Landespreis in der Solo-Kategorie freuen. Alina Katawe erreichte sogar einen hervorragenden ersten Platz. Auch im Teamwettbewerb gelang den Schwarzheidern unter Leitung von Lehrerin Susanne Patocka ein dritter Platz. Schulleiter Steffen Exler wurde für sein Engagement für den Wettbewerb geehrt. Bundesweit nahmen über 2000 Schüler und rund 1700 Teams teil. Es ist vollbracht. Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ortrand haben ein neues Feuerwehrgerätehaus eingeweiht. Nach einem Bauendsport bis in den Freitagabend war es am 1. Juni soweit. Gut Wehr heißt es seit dem 1. Juni im Ortrander Ortsteil Brückersdorf. Dort wurde Samstagvormittag nach einem Festumzug der beteiligten Wehren vom alten Stützpunkt aus nahe der Kroppner Straße ein neues Gerätehaus eingeweiht. Mit dabei waren auch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen und Landrat Sigurd Heinze. Die Schlüsselübergabe an die Kameradinnen und Kameraden übernahmen Amtsdirektor Nico Gebel und Bürgermeister Mike Bethke. Ausgezeichnet wurde im Rahmen der Veranstaltung auch Jürgen Hofmann. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern des Feuerwehrvereins Ortrand 1995 e.V. und erhielt die Fontane-Medaille des Innenministeriums für besondere Dienste. Mit dem Segen von Pfarrerin Ursula Wegmann und nach vielen Glückwünschen starten die Ortrander Feuerwehrleute dann in wenigen Wochen erstmals von hier aus zu ihren hoffentlich wenigen Einsätzen. Investiert wurden in den Neubau rund 3,3 Millionen Euro. Der Senftenberger Neumarkt war am vergangenen Freitag das Freiluft-Kinderparadies für Mädchen und Jungen. Hunderte vergnügten sich beim Spieleparcours, an Basteltischen, beim Kinderschminken und vielem mehr. Unter anderem konnten die Kinder am Stand des Stadtplanungsamtes ihre besten Spielplatzideen zu Papier bringen. Wie Amtschefin Ann-Christine Jank erfuhr, wünschen sich die jungen Senftenberger mehr Bäume und Schatten auf den Spielplätzen, eine Trampolinanlage und einen Kletterparcours. Ausgezeichnet wurden auch die besten Klassen der Rallye Monte Mostrich. Gewonnen hat die Leistungs- und Begabtenklasse des Gymnasiums vor der 6C und der 6A der Regenbogengrundschule. Zwischenstopp an den Biotürmen in Lauchhammer. Die Rallye für Cabrio und Coupé machte am Sonnabendstation am Erinnerungspunkt der Bergbautradition. Die Teilnehmer absolvierten 250 Kilometer durch zwei Bundesländer und besuchten bei uns auch das Dekra-Testoval, den liegenden Eiffelturm und den Miniaturenpark in Elsterwerda. Die CC Rallye Cabrio und Coupé 2024 war am Sonnabend in Radeburg gestartet und kam über Großkmehlen und Lindenau am Vormittag in Lauchhammer an. Station waren die Biotürme in West. Oldtimer trifft alte Bergbautechnik. So könnte man den Zwischenstopp auch bezeichnen. Nach einer kurzen Pause setzten die über 160 Fahrzeuge ihre Tour zum Dekra-Lausitzring und dem Besucherbauwerk F60 fort. Hingucker waren in jedem Fall der Citroën HP5, Baujahr 1924, oder die Corvette C1, die 1960 auf die Straße kam. Ein Nord-Süd-Gefälle bei der Arbeitslosenquote verzeichnet die Arbeitsagentur Cottbus für den OSL-Kreis. Während die Quote im Geschäftsstellenbezirk Lübbenau im Mai bei 5,6% liegt, ist sie in Senftenberg mit 7,9% deutlich höher. Im Vergleich zum Vorjahresmonat liegen die Zahlen in allen Bereichen höher. Während es im Bereich Senftenberg 830 offene Stellen gibt, sind es in Lübbenau mit rund 370 nicht mal die Hälfte. Gesucht werden überall vor allem Mitarbeiter in Handwerk, Bau, Pflege und Gesundheit, bei Zeitarbeitsfirmen sowie in Landwirtschaft und Gastronomie. Und nun folgen hier weitere Kurzmeldungen. Ihre eiserne Hochzeit haben Jutta und Wolfgang Kaiser aus Sedlitz vor einigen Tagen gefeiert.
Zum 65. Hochzeitstag gratulierte auch Senftenbergs Stadtoberhaupt. Die beiden heute 87-Jährigen waren ihr Berufsleben lang mit der Kohle verheiratet. Sie als Industriekauffrau und er als stellvertretender Generaldirektor der VVB Braunkohle. Ihr erstes gemeinsames Ausbildungswochenende haben Feuerwehrleute aus den südlichen Brandenburger Landkreisen absolviert. Teilgenommen hatten die Schnelleinsatzgruppen Führungsunterstützung und der Führungsstäbe unter anderem aus Cottbus-Spree-Neiße, Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz. Unter anderem mussten sie 4 fiktive Waldbrände gemeinsam bewältigen. Der Senftenberger Seniorenbeirat und Bürgermeister Andreas Pfeiffer laden alle Senioren zu einem musikalischen Nachmittag ein. Er findet am 19. Juni in Großkoschen statt. Karten für die Veranstaltung können Interessierte am 6. Juni von 10 bis 12 Uhr beim Seniorenbeirat erwerben. Die LEAG und das Unternehmen EP New Energies beginnen am Cottbusser Ostsee mit der Montage für Deutschlands größte schwimmende Solaranlage. Sie soll jährlich ca. 29.000 Megawattstunden Strom erzeugen. Das entspräche dem Jahresverbrauch von rund 8.250 Haushalten. In den kommenden Monaten werden auf rund 1.800 Schwimmkörpern, sogenannten Solarbooten, über 51.000 Solarmodule montiert. Die Anlage wird am Ufer des Sees vormontiert und anschließend nach und nach auf den See transportiert. In Betrieb gehen soll das Kraftwerk bereits im Winter 2024-25. Soweit die Meldung. Hier folgt jetzt der Polizeibericht. Am Montag wurde bei der Polizei ein Buntmetalldiebstahl von einem Firmengelände in der Lauchermaraner Bahnhofstraße angezeigt. Unbekannte hatten diverse Kabel von einem Kran entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Richtig reagiert hat Montagnachmittag ein Rentner aus Karlau auf einen Anruf zu einem angeblichen Gewinn, für den er im Vorfeld Geld bezahlen sollte, ging er nicht ein, sondern informierte umgehend die Polizei. Diese rät wiederholt, bei dubiosen Gewinnanrufen generell skeptisch zu sein und die Polizei zu verständigen. Und bei Verkehrskontrollen Montagabend ertappte die Polizei in Schwarzheide und Großregen Kraftfahrer, bei denen ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine reagierte. In beiden Fällen wurden Blutproben veranlasst und die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei übergeben. Das waren unsere Nachrichten für Sie und hier folgt nun noch das Wetter der kommenden Tage. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Mittwoch wird es tagsüber noch einmal bedeckt mit leichten Schauern am Abend. Die Temperaturen liegen bei 13 bis 20 Grad. Am Donnerstag kommt dann wieder ein bisschen mehr Sonnenschein raus und die Werte steigen auf 13 bis 22 Grad an. Auch der Freitag bringt noch einmal abwechselnd Sonne und Wolken mit sich und es bleibt angenehm bei 14 bis 23 Grad.